Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transportfieber Dreiflussland. Und heute habe ich ein bisschen mehr vor, glaube ich. Und zwar erstmal mehr wie eine Kleinigkeit. Wir werden hier die Züge, die jetzt hier verkehren, bis auf die Museumslinie, werden wir ersetzen mit elektrifizierten Zügen. Und dann habe ich mir gedacht, verbinden wir Kents Küstrow mit Niederwörresbach und wir verbinden Niederhilbersheim mit Sigrön. Höchstwahrscheinlich werden wir dann halt den Bahnhof auch noch ausbauen, also alle Bahnhöfe ausbauen. Glaube ich zumindest, dass alle werden. Weil nicht zwangsweise. Das sehe ich ja jetzt erst, oder geht es hier auf dem anderen Gleis? Das andere Terminal, das ist auf Terminal 1, okay. Haben wir hier vielleicht so ein können wir das andere so als Nahverkehrszugnetz sehen und bestücken so die Züge und schicken dann. Boah. Schicken dann halt noch einen anderen Zug hier auf die Gleise, auf die Dings. Oh, ein Fernverkehrszug. Nehmen wir es mal einfach so auf die Gleise und mal gucken. Ich glaube, das mache ich auch erstmal, an nicht Züge kaufen, sondern Linie. Ich meine, wir haben genügend Kohle, das Geld kommt richtig gut rein. Altenkunststadt Horbruch. Fahrzeugauswahl bearbeiten. Die Linie ist halt, kann man hier eigentlich, ne, man kann nicht wirklich sehen, okay, das sind immer so 400, 500, das ist jetzt Altenkunststadt Horbruch, wie viele warten, da warten ungefähr 91, mal gucken, was wir da so haben, haben wir da schon triebwagenmäßig, das sind 18 Passagiere und der Schienenbus. Nehmen wir den Pfeil. Oh. Zusetzen. Hinzufügen. 18. Jetzt muss man es auch noch selber ausrechnen, weil der weniger ist auch belastend. Sind wir jetzt ungefähr bei 60. Ich glaube, ich will das dann eher so auf ein bisschen mehr bringen. Oder wir setzen einfach noch weitere Züge hier ein. Also dass wir das ein bisschen höher pendeln lassen. Und ich glaube, drei Waggons passen schon ganz gut. Genau, belassen wir das dabei. Wir setzen das auf ein. Holen aber selber nochmal hier 1, 2, 3. Und packen die alle nach oben, ein nach oben, sodass wir ja da auch wieder einen Zug haben. Das machen wir einfach mal auf sofort ersetzen, würde ich sagen, oder? Der auf diese Linie. Und die sofort ersetzen. Ah, das ist jetzt belastend. Jetzt haben wir den neuen auch noch ersetzt, egal. Kents Küstrow. Stecke einen elektrisch anbetriebenen Zug auf eine Linie. Nice. So, dann machen wir dasselbe Spiel hier auch. So, dann haben wir halt so ein Dingsnetz einfach mal. Ein, wie nennt sich das noch gleich? Ein, na, ihr wisst schon. Vielleicht sollten wir auch mal die Minuten irgendwie ein bisschen senken. Dass wir unter 3 Minuten sind.
Rohrbruch Niederhilfsheim. Da haben wir halt so ein Nahverkehrszugnetz, können wir hier so ein bisschen aufbauen. Und dann gehen wir auch noch über so ein bisschen in. Gehen wir dann über in Fernverkehr, den wir auch noch ausbauen müssen, natürlich. Ich bin ja mal gespannt, ne? Die Zeit wird sich ja hier auch ändern, die wird sich ja noch einpendeln. Ich meine, wir können jetzt schneller fahren mit den Zügen. Da möchte ich auch den automatischen Ersatz. Die Fahrzeuge sind 43 Jahre alt. So. Dann hier dasselbe Spiel nochmal. Sind das jetzt drei? Jawohl. Ein und dann ersetzen wir die auch mal sofort. Ich meine, das ist jetzt Geld, was weggeht. Wir sind aber trotzdem immer um die 100 Millionen. Ist das nur ein Zug da? Ja, ne? Das ist nur ein Zug, fällt mir gerade auf. Dann weisen wir da noch gleich mal auf die anderen Linien nochmal. Die anderen Züge auch noch hinzu, da haben wir da auch ein bisschen mehr Spielraum gedöns. Beziehungsweise haben wir dort auch. Ne, 200% wollte ich belassen. Das soll noch ins Depot. Hä? Achso. Muss auf Ja drücken. Dann haben wir nämlich das ganze Spiel hier schön ausgebaut. Und zumindest fürs Erste natürlich, ne? Also. Muss ich vielleicht mich noch daran erinnern, dass wir so ein Verkehrszugnetz aufgebaut haben. Hier sind wir jetzt mittlerweile auch nicht mehr bei 3 Minuten, sondern bei 136 Sekunden. Und das, obwohl wir nur bei zweispurig geblieben sind, obwohl wir bei zwei Dingen sich geblieben sind. Würde mich eigentlich interessieren, wie das hier, ob das irgendwie jetzt mehr angenommen wird und so weiter, weil es halt schneller vorangeht und mehr Möglichkeiten bestehen. Wir warten auch 90. So, Züge kaufen. 1, 2, 3. Dann hoch und hoch. Und dann möchte ich den gerne zweimal klonen. Der, ups. Wo sollen denn hin? Der auf Mittelbrunn Wallen. Der auf Steinwänden Mittelbrunn. Und der auf Wallensteinwänden. Dann wird das ja auch höher frequentiert sein. Wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal hier dran, dass wir diesen Bahnhof schon mal aufwerten auf zweispurig. Wir lassen das Ganze nochmal bei 160 Meter, ne? Man muss ja nicht direkt komplett übertreiben. Hier das Ganze noch mal erweitern auf ein viertes Gleis. Jetzt wird es hier natürlich wieder ein bisschen tricky. Dann werden wir hier vorne wahrscheinlich auf dieses Gleis irgendwann übergehen müssen. Brauchen wir vielleicht nochmal ein paar mehr Signale? Ich weiß es nicht. Wenn das sowieso so. Da kann man nochmal Autosave machen. Wenn wir sowieso da halt das so bescheiden haben, dass wir da eher auf das andere Gleis müssen. Vorne gar keinen Nutzen dafür. Das ist
ist die Frage, wie wir jetzt hier verfahren. Ich würde sagen, wir kommen dann hier hinten dann irgendwo drauf auf das Gleis. Dann. Dann gehen wir hier mit auf die Spur und legen dann die Spur hier weiter. Hier ist dann genauso bescheiden noch, Manu. Vielleicht gehen wir dann, wenn das sowieso so ist, müssen wir das prinzipiell, ne, wir ändern das jetzt einfach. Das ist doch viel einfacher. Wir ändern das einfach. Wir gehen jetzt hier auch noch ein weiteres Gleis. Genau dasselbe Spiel machen wir auch hier. Hier auch noch ein weiterer Anschluss. Erreiche eine Stadt mit mindestens 750 Einwohnern. Nice. Das wird ja wahrscheinlich wahrscheinlich Horbruch sein. Jawoll. Jetzt muss ich überlegen. Wir nehmen mehr oder weniger die äußerste Spur. Keine andere Wahl. Erreiche eine Station, an der mehr als 300 Leute warten. What? Uff. Okay, das liegt aber auch daran, weil sie nicht wegkommen. Das ist natürlich dumm gewesen, weil das Ganze hier nur einspurig ist. Fällt mir gerade auf. Das bitte schön auf das hier. So, dann machen wir erstmal das hier. Ganz vergessen, das war jetzt ein bisschen unklug. Also die Frage hier auf die Brücke. Wir müssen einfach hier warten. Okay. Machen wir nochmal hier ein Signal hin. Okay, die Signale haben sich jetzt auch geändert, das ist schon mal gut zu wissen. Das muss da und das andere muss auf andere Seite. Hier und einmal hier und einmal hier. Dann einmal hier und einmal hier. Einmal hier und einmal hier. Und dann einmal hier und einmal hier. Was warten sie dazu? Zwei? Ich bin verwirrt. Hä? Das liegt wahrscheinlich da. Ne, die haben doch die. Deren Ding ist doch da. Warum wollten die denn jetzt nicht hin? Verstehe ich nicht. Wir müssen noch fahren können jetzt, ja? Wir müssen noch einen freien Weg haben. Mittelbrunn, okay, nevermind, drehen wir es um. Das war das Problem. Oh, war ja. Ich pausiere mal kurz.
Das geht uns wieder zu fix. MAN haben wir jetzt, dann können wir das auch nutzen, oder das auch gleich da ersetzen. Ich merke schon, ich glaube, ich komme gar nicht dazu zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Aufgrund der Intelligenz, die ich jetzt hier an den Tag gelegt habe. So, dann einmal bitte nach hinten. Rüber und dann können wir hier wieder dann dazu gehen. Einmal ein Signal hier. Das sollte dann jetzt auch darüber laufen. Genau, wunderbar. Dann müssen wir nur noch für diese andere Strecke den Abschnitt machen. Ich habe es ganz vergessen, dass ich jetzt auf einspurig hatte. Das ist sehr dumm gewesen. Die ist jetzt zweispurig und dann gehen wir hier vorne auch wieder rüber. Vielleicht noch nicht, das sieht doch ein bisschen blöd aus sonst. So sieht es besser aus. Dann nur noch Signale setzen. Setzen wir das Signal auch nochmal hier. Dann brauchen wir noch hier ein Signal. Dann machen wir hier. Okay, ich wollte ein Doppelding machen, aber gut, halt nicht. Dann nochmal hier ein Doppelsignal und eins hier und eins da. Dann sollte das jetzt auch wieder funktionieren. So, jetzt überall welche wieder losfahren und dann sollte ich jetzt auch Ganze wieder ein bisschen einpendeln. Dann können wir uns Straßenfahrzeuge, Baumaterialien so machen, dass wir hier, na, wir haben ja den Opel Blitz und jetzt haben wir den und ersetzen wir die einfach damit oder lassen die ersetzen. Ja, du bist gesprächig, weil ich rede, ich weiß. Dasselbe Spiel machen wir dann hier. Hier, das war jetzt Lebensmittel, Getreide, Vieh. Boah, sind das viele. Lebensmittel, Getreide, Vieh, Rohrbruch. Dann einmal hier. Das wird die ganze Sekundenzahl auch nochmal pushen. Jetzt muss ich die Waren nehmen. Dass wir das hier noch gar nicht haben, okay. 200% und ein. Die Werkzeuge müssen wir auch noch mit dem MAN bestücken. Auf 200% und ein. Und dasselbe Spiel auch hier. Haben wir das auch. Dann. Ah, Gott, oh Gott. Dann können wir uns jetzt endlich darum kümmern, wo wir uns eigentlich rumkümmern wollten.
Wie viel warten denn hier, bitteschön? 184. Habe ich hier auch ein Fauxpas gemacht? Die fahren hier doch, oder? Nö. Wieso wollen die denn jetzt hier nicht fahren? Was ist denn jetzt mit denen hier falsch? Soll es da hinten und auf einer Seite wieder zurück? Was ist denn das, was ist da so schwer? Du bist doch so aus. Okay, das war wahrscheinlich ein bisschen. Das war der Fehler an dem Dingsens, an dem. War der falsche Spot dafür, die fahren. Die fahren hier auch. So wie es sein soll. Jetzt haben wir noch eine Straßenbahn. Eine Straßenbahn muss ich der Museumslinie hinzufügen. Der Rest ist erstmal irrelevant. So, dann können wir uns natürlich darum kümmern, dass wir gucken, wo wir die unterbringen. So, wir kommen hier von der rechten Seite. Nehmen wir hier die rechte Seite. Dann muss die Dingslinie. So, pausieren. Die Museumslinie. Das Terminal für die Museumslinie muss hier das sein. Das ist die Nummer 4. Dann können wir hier jetzt ohne Elektrifizierung. Abreißen. Das Ganze mit dem vierten verbinden. Das müssen wir vielleicht in Zukunft noch häufiger machen. So, jetzt muss ich gucken. Wir haben da die Dings. Wir könnten. Ja, ist ja gut. Ich bin nicht hier am Streicheln, aber es ist am Quatschen ohne Ende. Sprich, jetzt könnten wir hier. Ich wollte nicht das haben, ich wollte das haben. Diese Linie. Nein, Terminals. Alten Kunststadt könnten wir jetzt auf Terminal 3 machen. Dann hätten wir Terminal 1 in der Theorie frei. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch damit verbinden. Das weiterfahren. Jetzt könnten wir den Abschnitt hier verlegen. Jetzt will ich den aber haben. Mit Oberleitung. So, jetzt das nach da. Das nach hier und dann hier. Hallo? Dankeschön. Dann geht das dort so rein. Wait a second. Drüben sind wir auch auf der linken Seite. Wir sind auf der linken Seite, das ist irrelevant. Was ist irrelevant? Das ist egal. Das können wir da ja auch noch ändern. Jetzt müssen wir noch mal kurz die Signale setzen. Den Signalpunkt einmal hier und das sollte es gewesen sein. Jetzt sollte diese Linie auch wieder zweispurig sein und funktionieren. Wunderbar. So, dann dasselbe Spiel hier auch. Erstmal laufen lassen. Aber da bis die Personen eingestiegen sind und dann ändern wir das Ganze.
Nur auch mal jetzt nicht fährt. Hä? Ah. Stopp, bevor er jetzt wieder da ist. So, da Terminal auf Terminal 2. Das Ganze reißen wir dann auch hier ab und setzen das dann nochmal neu an. Haben wir den Fitzel nicht mitbekommen. So, und jetzt hier auch schon rein in die Eingleisigkeit. So, dann können wir das Ganze auch wieder laufen lassen. Und können endlich mal den einen Bahnhof da ansetzen. Wir fahren dann wahrscheinlich irgendwie hier so lang. Die Frage ist, die Verbindung kann noch weiter nach da gehen. Prinzipiell noch weiter nach da. Müssen wir mal gucken, wie wir denn ankommen. Auf jeden Fall. Fast hier so ein Endcut mehr oder weniger setzen lassen. Hochgeschwindigkeit. Das Gute ist, wir haben das auf der anderen Seite mit den Gleisen. Das passt. Kommen wir dort an. Dort kommen sie grün an. Und können dann hier irgendwie auch so rüber. Oder drunter, je nachdem. Hier kommen wir jetzt wahrscheinlich hier vorne irgendwo an. Bahnhof. Setzen wir den mal hier, verbinden den direkt mit einer Straße. Bevor groß rumgemeckert wird. Und dann können wir das Ganze prinzipiell zumindest schon mal verbinden. Hier ist es egal, wie wir hier rüber gehen, ob wir hoch oder tief rüber gehen. Einfach aus dem Grund, weil wir hier keinen Schiffsverkehr haben werden. Die Seite ist das. Versuchen wir es auch möglichst schnell auszubauen. Und schlängeln uns einfach hier mit der Straße entlang. Wir sind jetzt schon an der Firma vorbei. Dann kann man nochmal Autosave machen. Und dann verbinden wir uns. Der Spot ist eigentlich ein bisschen ungünstig gewählt worden da vorne. Können wir den hier vielleicht nochmal in der zweiten Brücke. Anbinden. Wir können zwar hier vorne wahrscheinlich nicht mehr ganz so fix sein, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Geht ja sowieso in einen Bahnhof rein. Das Ganze kann auch erstmal einspurig bleiben, würde ich sagen. Oder doch. Fürs Erste einspurig reicht. Was sagen, wir können hier
Depot setzen. Ist ja nicht so schlimm, dass es halt nicht komplett ausgelegt ist. Dann können wir schon mal gucken. Wollen wir jetzt schon mal gucken? Ich kann mich gar nicht entscheiden. Triebwagen haben wir da auf alle Fälle, ne? Den Mirage. Der dreiteilige Vorortstriebzug mit seinen Allachsen. Ha? Mal gucken. So, das Ganze müssen wir dann nochmal hier weiter ausbauen. Wir kommen hier vorne an, auf der linken Seite, ne? Gebäude werden halt leider abgerissen. Die sind aber nicht so teuer, deswegen ist das nicht ganz schlimm. Irrelevant nicht unbedingt, aber nicht so schlimm. So, jetzt haben wir hier eine 1 Million Passage, die größtenteils fix ist. Bis auf der Anfangskurve da hinten. So, das heißt, jetzt haben wir hier auch den Gleis. Den Gleis, das haben wir auch abgedeckt. Wir kommen jetzt hier links an, auf der linken Seite. Hier bis dahin noch uns auf demselben Abschnitt bleiben. Danach müssen wir uns aber aufgrund der Geschwindigkeit ein bisschen trennen. Hier vorne wieder zusammen. Mehr oder weniger. So, haben wir den Abstand jetzt auch. Perfekt. Dann noch zwei Abschnitte und dann können wir auch den Zug auf die Schiene schicken. Dort so langsam müsste, können wir halt nichts dran ändern. Den Abschnitt haben wir zumindest schon mal angefangen, so ein bisschen, ist halt die Frage. Wir müssen auf die rechte Seite da hinten. Lassen wir es mal so und gehen vielleicht hier in den Tunnel rein. Es passt schon. Kommen wir hier raus, nochmal über eine Brückenpassage und dann gehen wir hier so in die Kurve über und müssen dann hier vorne auf jeden Fall höher. War das nicht so? Oder war das so? So war das. Vielleicht nicht ganz so hoch.
kleine Passage hier, ne? Ist ein bisschen zu hoch. Vielleicht gucken wir von diesem Ort aus. Wenn das Ganze noch ein bisschen in diese Richtung wäre. Wollen wir jetzt vielleicht von hier nach dort. 100 runter. Eine Boeing haben wir jetzt auch, die aber nicht so richtig relevant für dieses Ganze ist. Weil wir so ein kleineres Gebiet hier haben. So, und jetzt hier vielleicht die Connection direkt auf die Brücke rauf. Dann geht es zumindest nur runter auf 193 und dann geht es halt hier ein bisschen weiter, dann Tunnel rein und halt doch schon langsamer. 136 sind aber noch in Ordnung. Sollte jetzt auch ganz gut angeleint sein. Wir müssen mal so. Ups. So vielleicht ungefähr, damit wir nicht ganz so eine Brücke haben. Muss ja nicht sein. So. Puh, oder die Waldfee. Dann machen wir mal eine neue Linie. Die geht einmal von hier. Nach Niederhilbesheim Bahnhof. Nach Horruch Bahnhof. Nach Altenkunstadt Bahnhof. Nach Kenz-Küstrow Bahnhof. Nach Niederwörresbach und wieder zurück über Kenz-Küstrow Bahnhof, über Altenkunstadt Bahnhof, über Horbruch Bahnhof, über Kenz-Küstrow, über Niederhilbesheim. Dann haben wir das. Dann haben wir Sieg-Rhön, Niederwörresbach auf Umwegen. Oder die Waldfee. Müssen wir das Ganze hier noch ein bisschen natürlich mit Leuten, mit Personen so gesehen. Ach, mit Bushaltestellen nochmal eben fix bestücken. Haben wir das auch. Also noch eben fix die Linie. Zack. Sieg-Rhön 1. Glaube ich das L1 genannt. Ich glaube ich habe es L1 genannt. Oh, ich habe noch eine offene Quota-Flasche. Das ist sehr klug gewesen. Ich war offenbar am Trinken. Zwischendurch, ja, ist ja gut. So, haben wir das auch. Dann können wir da ja schon mal 5 Fahrzeuge hinpacken. 1, 2, 3, 4, 5. Auf die Sieg-Rhön L1. Dasselbe Spiel in Niederwörresbach. Die Anbindung ist natürlich noch schlecht, aber das ändert sich garantiert. Ich wollte hier, dann können wir auch erstmal das bauen. Wo es ein bisschen relevant ist. So, jetzt die Person einmal sollten die hier halten. Dann geht es hier hin, dann einmal hier hin, dann einmal hier hin, dann dorthin, dorthin und dann war es das. Dann machen wir eine neue Linie.
Von hier nach dort, nach dort, nach dort, nach dort, nach dort. Und das war's. Dann haben wir Niederwörresbach L1. So, dann kaufen wir auch nochmal 5 Mercedes. Benson O6600, Niederwörresbach L1. Wunderbärchen. Und dann gucken wir mal, wie wir das jetzt machen. Wir haben eine Elektrifizierung. 140 wäre das schnellste, was wir jetzt mit der Reihe 1042 oder mit der Reihe 1042, je nachdem, wie man wischen würde. Es sind viele österreichische Loks hier drin, merke ich gerade. 40, 125, 145, aber nicht elektrisch. Die Wagen, der schnellste Wagen schafft 140 sogar. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Reihe 1042. Und nehmen dann die Einheitswagen. 2, 3, 4, 160 Meter ist ja das Max, was wir nehmen können. Dann wären das 126 Leute. Ist ja echt nicht viel. Ja, ich streichel dich doch, Mensch. Ja. Ich glaube, wir müssen das auf alle Fälle nochmal ausweiten. Vielleicht brauchen wir noch mehr Bahnhöfe, längere Bahnhöfe. Wir weisen dem erstmal die Linie Sieggrün-Niederwörresbach zu. Und dann gucken wir uns einfach mal an, wie der hier rausfährt. Und dann sollte... Ja! Ist es ja gut. Dann soll das mit der Folge auch gewesen sein. Und mal gucken, ob's... Ich denke mal, demnächst kann man vielleicht schon mal anfangen, so eine Art, nennen wir es mal, Füllerfolge, dass man halt da so mal ein bisschen eine Mitfahrt macht oder so. Auf jeden Fall müssten wir demnächst auch noch mal die Bahnhöfe ein bisschen erweitern. Würde ich mal behaupten. Ich schätze mal auch, dass jetzt, MAN, die BR-103.1 und Güterwagen. Und MAN SL-192. Warten hier denn schon Leute? Das wäre jetzt auch gut zu wissen. Aber interessant zu wissen, müsste gesagt. Wir warten noch keine Leute. Mal gucken, ob wir auch die 140 ausfahren können. Es wird ja sowieso jetzt erstmal ein bisschen langsamer vorangehen. Also ein bisschen langsamer. Also es sind halt viele Stops. Ne? Es ist halt Fernverkehr mit Nahverkehrsstops, sag ich jetzt mal. Haben wir die 140, sehr schön. Das ist sehr schön. Hier warten bestimmt auch Leute schon, hoffe ich mal. Oder auch nicht. Etwas verwunderlich. Irgendwo werden schon welche warten, garantiert. Sonst warten hier schon welche? Nö. Warten hier welche? Nein.
Aber hier waren schon welche. Nö, okay. Das muss erstmal so ein bisschen in Gang kommen. Genau, Niederbrisbach haben wir jetzt mittlerweile. Ah ne, das ist Hilbersheim, der meint. Ich meine eigentlich auch Horbruch. Hat mittlerweile 813, wir sind kurz vor der, wir kommen langsam zu 1000 hin, Mensch. Die Produktion, das hat ein gutes Potenzial. Wir sollten versuchen, mehr Steine anzuliefern. Genau, Moment, halt, stopp. Straßenfahrzeuge kaufen. Der MAN, da passen mehr rein. Kaufen müssen wir sowieso ein, um den auf die Linie. Horbruch L1 zu packen. Oh, das Ganze kann man natürlich sowieso irgendwie so schon ein bisschen steigern, ne? So ist es ja nicht. Hier wäre vielleicht nochmal eine Straßenverbindung ganz interessant. Ich mache jetzt mal alles auf. Ist auch. Und ja, dann würde ich mich erstmal für diese Folge verabschieden. Ja, und ich denke mal, nächstes Mal fahren wir einfach mal mit der Reihe 1042 mit. Könnt euch darauf freuen, wird dann vielleicht, es wird dann zwar ein etwas kürzeres Video und weniger mit Bauen und so weiter, aber haben wir zumindest schon mal unsere erste Mitfahrt im Kasten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder. Und wir sind kurz, wir kommen mit großen Schritten in die, ins 21. Jahrhundert. Noch 30 Jahre, wir sind schon ziemlich weit gekommen und...